Hallöchen, Leute. Ich begrüße euch wieder beim Battle, wo ich jetzt hier gerade zum Lava-Vernichten beauftragt wurde. Weil die Jungs drüben schon mal im Raum gestern auch richtig viel aufgebaut haben. Also so richtig, richtig viel. Und der Jack gestern sich selbst in die Luft gejagt hat. Heute. Heute oder so. Ich habe nämlich bis gestern, weil ich habe es heute gemacht. Ja, ich bin übrigens gerade dabei, die Netherquarries wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, wir hatten einen kompletten Stromausfall. Ja. Auf was genau hast du denn da drauf gehauen? Nee, also hier, deswegen hatten wir keinen Stromausfall. Wir hatten einen Stromausfall hauptsächlich, weil die Lava-Vorräte halt einfach nicht so ausgereicht haben und weil der Lavasee leer ist. Was? Ja, wir haben eine riesen Kuhle in den Lavasee geboxt. Ja gut, aber ein bisschen Chunk-Loading musste da ja wieder mehr nachfließen. Nein. Ja. Leider nicht. Das ist so cool. Da ist nur noch Erde. Ah, okay, gut, natürlich. Es kann sein, dass da irgendwo eine Untergrenze ist, die wir dann erwischt haben. So, Spieler, dafür, dass du mich in die Lava geschubst hast, bist du jetzt verbrannt. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt dann los. Wir müssen Charts anfangen zu füllen und vor allem Bibliotheken suchen. Ja. Und Dörfer, also das heißt, ich muss jetzt dann. Und das Problem ist ja, Sebi ist jetzt auch dann bald weg. Ja, ich habe ja heute 18 Uhr geplant gehabt. 18 Uhr wird schon knapp. Hat so viel wie möglich noch gemacht. Hab, wie gesagt, mich vorhin um die Energieerzeugung gekümmert. Ja. So, dann gehe ich gleich los, Dinge suchen. Wir haben fast 500 Emeralds im System. Ich habe schon wieder mit der Produktion neuer angefangen. Haben wir eigentlich irgendwelche Reserve-Backpacks, sodass man sagen kann, da werden Emeralds automatisch durch den Storebus reingefüllt? Falls ihr den schon kennt. Nee. Den habe ich nämlich gestern begeistert kennengelernt. Der nimmt jede Truhe oder jedes Inventar nimmt der ins System auf. Komplett. Ja. Der ist endgeil. Nee, ich bin begeistert, war ich davon, weil ich ja in meinem Lavasystem, man merkt schon, was ich hier die ganze Zeit mache, in meinem Lagersystem ja so viele Truhen drin habe, kann man die da alles schön mit reinbekommen direkt. Das ist sehr praktisch. Und da könnte man halt einfach eine zweite Pipe machen. Chest und eine Pouch und sich dann hinstellen und da zum Beispiel immer Emeralds reintun. Sobald man bei einem Dorf ist und Emeralds braucht zum Kaufen, kann man sich die halt da rausnehmen. Ich denke, das wäre sehr praktisch. Ja. Brauchen wir nur eine weiße Ender-Chest, eine weiße Ender-Pouch habe ich sogar noch. Und ich gebe jedem den Tipp, haut niemals mit irgendwelchen Sachen auf GregTech. Ist jetzt direkt in der Aufnahme drin, meine Zuschauer, ihr wisst das jetzt alle. Wenn ich jemals mit GregTech anfange, erinnert mich da oft genug dran, denn ich verpenne sowas gerne. Ja, das verpennst du nicht oft, weil, wie gesagt, wenn du... Das passiert mir wenn immer du, wieder. Du, glaub mir, wenn du das erste Mal in die Luft geflogen bist und dein gesamtes Inventar verloren hast, wie ich gerade... Wie gesagt, ich hab's... Es stört mich fast nichts. Aber dass meine 200 XP oder XP Level verloren gegangen sind bei meinen Schwertern und bei meiner Spitzhacke und so weiter. Ja, und du hattest, glaube ich, sein Gonit-Werkzeug oder sowas, das halt auch nicht so leicht nachzubekommen. Ja, das habe ich wieder, aber wie gesagt, das geht zwar auch nicht so schnell kaputt, aber ich hatte es auf der höchsten Stufe. Ja, und ja. An sich würde ich ja sagen, für den Kampf selbst bräuchten wir am besten alle Sangonit-Waffen. Und dann brauchen wir einen Quarry im Nether. Ja. Ich habe hier auch noch ein paar Emeralds im Quarry gefunden. Ich bin direkt selber aus der Wand, wenn wir Glück. Und Diamanten. Ja, ich habe kein Glück mehr. Ich habe gar nichts mehr. 19 Level kann ich dir da beisteuern, die habe ich noch. Aber ich muss jetzt erstmal die Nervensäge ausmachen. Hilfe, man will mich schon wieder ausschalten. Ab und an. Wieso geht es jetzt nicht? Will er mich jetzt verarschen? Ach, da oben in der Ecke ist auch noch Lava. Ich frage mich gerade, warum der noch eine übergelassen hat. Verstehe ich nicht. Doch, die ist getroffen, oder nicht? Ja.
Okay, der passt. Dann muss ich den da hinten falsch gemacht haben. Vorhin einen zu hoch, zu niedrig, jetzt einen zu hoch, auch nicht schlecht. Okay. So. Zwei von drei Lava-Spots sind schon mal weg im Quarry. Ja, vor allem, wir müssen noch vier durchlaufen lassen. Das ist ja das ist unser Problem. Ja, das wird zeitlich ziemlich knapp. Wir sollten den einen hinten, den nächsten hinten schon auf jeden Fall schon mal mit anschließen. Weil sonst werden wir in der Zeit kaum noch vier Quarries durchbekommen. Ja, und vor allem, wir müssen jetzt solche noch aufbauen. Da Ja. drin. Na komm, geh schon. Er kann mich nicht Ist da leiden. was drunter? Nein, ist ja nicht. Warum ist da eine blaue Linie? Ach, du Ja, hast die da blaue unten Linie. rumgewirkelt. Ich dachte mir selber, warum schießt hier eine blaue Linie durch die Wand? Ja, und die blaue Linie geht nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Das kann ich dir nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall wieder verschwunden. Gerade war sie da. Ja, die blaue Linie ist ja gut gewesen. Stelle mich mal hin und heb hier oben schon mal die Ecke für den nächsten Quarry raus. Aber der verbindet sie nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Der will mich verarschen. Wieso funktionieren die Fackeln? Ah, jetzt hat er einen Rahmen gesetzt. So ein Arsch. Na, Oh, hier klasse. ist einfach ein Creeper. Ja. Bei dem Ungeschützten. Ich habe ihn hier gerade runterfallen hören und bin erstmal schnell weggerannt. Was hast denn du hier vor damit? Die Hupfdohlen ausschalten, weil die hupfen uns nämlich die ganze Zeit auf die Maschinen. Nee, ja. Ja, hau mal auf aus Versehen auf eine falsche. Nein, tue ich lieber nicht. Ich glaube, dann schlägst du mich. Nö, dann machst du Nachtschicht. So, da ist ein Ich brauch Quarry. Stone. Weg, 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 weg. Keinerlei Landmarks mehr. Ja, ich habe vier Stück einstecken. Da. Ja, mache ich mal eben noch welche. Jetzt müssten neun Stück drin sein. Ich meine gerade Langeweile Ah, und mag vier Stück sind mal jetzt drin. kurz Pfähle in die Enderpouch packen. Ein Item-Tesserakt haben wir noch. Brauchen wir noch einen Energietesserakt? Was sollen wir wohin machen? Pfeile, ich brauche Pfeile. Pfeile oder Pfeil? Ein Pfeil reicht mir. Ich setze das Ding gerade mit Dings außer Kraft hier mit Netherrack, damit hinten Platz ist. Drin. Ja, ich brauche einen Omni. Weil mal Omni Ranch ist natürlich auch im dunklen Gebiet gelandet. Gott sei Dank gewöhne ich mir mittlerweile an, die Rucksäcke, die wo ich nicht brauche, immer gleich in meine Kiste zu legen. Deswegen wäre es halt zum Beispiel cool, eine Enderpouch zu nehmen und die Emeralds dann reinzuholen. Wenn man da dann bei stirbt, dann ist halt nur die Enderpouch weg, aber die Emeralds selbst nicht. Ach, danke, die fehlt auch, die ist auch im Arsch. Ich erinnere mich immer gerne daran. Da brauche ich viermal Blaze Powder. Für den anderen brauche So, wo ich haben wir denn jetzt wohl was stehen? Cyan. Beziehungsweise habt ihr die Liquid-Powered Magma-Kurbel wieder mit aufgebaut? Ja, aber erstmal nur ohne Anschluss. Ja, das ist ja egal. Mir geht es ja nur darum, dass ich da. Hinter den Steam Engines Ja, du hast es etwa. gefunden. Magma-Kurbel. Sehr schön, weil ich brauche noch einen Tesseract. Einen Dia. Und dann brauche Bei ich auch Gold. gleich irgendwann einmal den Meister der Energie-Tesserakte. Dafür müsstest du erstmal Energietesserakte haben. Das Problem Ja. ist, wir brauchen nicht nur einen. Also ich mache jetzt gerade einen fertig, damit wir den nächsten Quarry hinten schon mal anschließen können. Um Weil das das. System so zu machen, wie es geplant ist,
werden wir wohl wahrscheinlich noch 10 Stück brauchen. Das ist nicht ohne, aber ich dachte, ich fange schon mal mit einem an. Ach, wir haben mal wieder Autosaving. Das ist unser, Autosaving. Unser allerliebster. Ja. Der Herr Autosaving. Hier sind auf jeden Fall alle aggressiv hier um mich rum und ich weiß nicht warum. Es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Dann tragen sie auch noch Stahlrüstung. Ich habe ja gesagt, weißt du, mich die ganze Zeit haust? Sagen die prinzipiell greifen die Nähte dich doch alle automatisch an, ohne Grund. Das nee, eigentlich nicht. Ist, aber bei dir ist das doch jetzt nicht das erste Mal, dass du nichts gemacht hast. Monster werden aggressiv, wenn andere Mitspieler auf Schweine in der Umgebung draufhauen. Ja, ich wurde von denen noch nie angegriffen. Außer ich habe die selbst vorher angegriffen. Oder es werden Steine abgebaut. Also das heißt, entweder hast du einen Stein abgebaut, Doc, ich oder haben einen geschlagen, oder es gibt noch drei Mitspieler, die wohl das können. Stimmt. Ja, auch noch dazu. Mist, jetzt habe ich was vergessen. Aber das kriegen wir nicht mit. Ah, Leder und Enderperle. Cool. Nutzt jetzt einfach die Langkampf-Variante. Der will mich jetzt aber nicht verarschen, oder? Okay, man muss Leder im Englischen dann schon richtig schreiben. Coole ist, die Dinger sind dumm wie Bohnenstroh. Also wenn die dich einmal erwischt haben, dann ziehst du sie einfach über eine möglichst hohe Klippe. Und bin rund. Wir müssen nur warten noch so lange, bis muss den, nicht rein muss den Tesseract laufen. Den Tesseract. Oh! Hallo, hallo Slimy. Muss den vollen Tesseract klauen. Das hat mir sowieso am besten heute früh gefallen, dass die Hälfte von den Tesseracten im leer war. Wie? Meinst du die Energy Cells? Oh oh. Einer muss in die Lava. Warum? Tank halb leer. Oh. Der Tank ist halb leer, weil deine Maschinen momentan fressen wie nichts. Wird nachgefüllt weiterhin, ich habe nachgeguckt. Deine Maschinen, die Thermalgeneratoren, brauchen richtig viel Lava. Das stört den nicht mal. Okay, also wie gesagt, mittlerweile sind nur noch 3 Millionen drin und es ist rückläufig. Ja, aber die Lava-Welt funktioniert. Ich habe geguckt. Ich habe auch extra jetzt alle. Im Zweifelsfall sollten wir dann halt mal eine zweite Pumpe ein Stück wegbewegen und eine zweite mit aufstellen. Ja, das dürft ihr gerne übernehmen. Ich habe mich vorhin schon wegbauen müssen. Hab 49 Chunks geladen da drüben. Und dann bräuchten wir halt auch noch einen Liquid Tesseract dafür. Ja. Liquid Tesseract, ein Energy Tesseract. Energy Tesseract ist relativ. Du kannst ja auch Redstone Engines nehmen. Wenn du davon 4 Stück und eine Pumpe rumknallst, dann haut die auch gut was raus. Jetzt können wir gleich kotzen. Warum? Wir können kotzen. Warum? Ach, der eine Rucksack ist kaputt. Da waren 38 Soul Shards drin. Was heißt, der ist kaputt? Der ist mit weg explodiert, oder was? Ja, also da waren die 12 gefüllten drin und super. Die restlichen, die wo wir noch gehabt haben. Ja, super. Wir lernen daraus, solche Dinge nicht mit sich rumtragen. Ja, da waren aber auch noch andere Sachen drin, die wo wichtig waren. Das klingt so, als wenn vor allem, wenn ich die Shards nicht wichtig. Nein, aber wenn ich die Shards... Ich habe ja nicht gedacht, dass ich so in die Luft fliege. Ach du Scheiße. Also das können wir jetzt Kannst auch... Kannst du dann schon mal neue Shards einschmelzen? Mal fertig machen? Wenn du dort in Kanada näher bist, dann gehe ich nämlich gleich schon mal wieder los, welche sammeln. Wenn wir ihn noch dürfen. Also ich habe 2 Tage gebraucht, um die vollzukriegen, die wo ich gehabt habe. Ja, das ist schon klar, aber das heißt nur, wir müssen schnell wieder anfangen, welche zu bekommen, wenn wir da irgendwie die Chance haben wollen.
Ah, Gott sei Dank. Ich bin gut. Ich bin ab und zu gut. Was denn? Ich hab's ins System geschmissen. Boah. Meine armen, armen Nerven. Ja, Ja, meine meine erst. Gedanken liefen auch gerade auf weg. Ab und zu habe ich dann doch mal Eingebung. Beide Nether-Quarries sind relativ groß jetzt. Mit relativ meine ich sehr. Mit sehr meine ich, Viel. naja, die sind jetzt so groß wie die vier, die wir davor gemacht haben, die Löcher zusammen. So, ich bräuchte jetzt einmal jemanden, der mir die passende Tesserakt hier anschließen kann. So, schalten kann. Stehen tun sie. So, so schaut gleich wieder ins System. Den bringt aber gar nichts, weil wo muss ich hin? Hinten am Ende des zweiten Quarries. Ich habe hier noch einen aufgestellt, dass wir halt hinten mit dem Bau hier schon mal vorankommen, wenn wir das Material haben wollen, sonst müssen wir halt zur Not für die hinteren einfach mal Filler nehmen. Ja, Hier wenn hinten. wir jetzt dann so weit sind, können wir ja dann Fille Da nehmen, steht zwar eine aber zwei breite Wand dazwischen, aber die kriegt man ja noch per Hand eingerissen, aber dann wird die Masse halt schon mal rausgegraben. Und die beiden hier ja und drauf müssten die richtigen sein. wie gesagt, der hier, die zwei, haben uns bis jetzt mehr Iridium gebracht als die großen. Ja, aber wenn Sonntagmorgen ist, dann hilft dir das Iridium auch nicht mehr so viel, wenn du noch einen Flughafen bauen musst. Ja, vor allem am Samstagabend, das muss meiste stehen. Ja. Vor allem am Samstagabend für Gäste, wir haben Zeitumstellung. Ja. Weiß ich, Was ich haben brauche wir hier genau? Ziegelsteine. Die Ich wollte noch ein Liquid Tesseract machen, dass wir die gebaut habe. Lavaproduktion ein bisschen fördern können. Das heißt, Dann dürfen wir jetzt erstmal keine Emeralds herstellen, das wisst ihr hoffentlich. warum, weil das so viel frisst oder was? Laufen 6 Queries. Brauchen jeweils 47, Ja. also 50. Brauchen 300 MJ per Tick. Um Ja, die dann dauerhaft laufen zu lassen. müssen wir Also die alle. normalerweise müsste das, also die 300 Stück reichen wie die Sau. Die Die 300 Emeralds, was du gemacht hast, müssten eigentlich reichen, sind um. inzwischen 500. Ja, die müssten eigentlich reichen, um das halbe Dorf zu kaufen. Ja, und hinterher sind die Seiten, die du haben willst, immer noch nicht dabei, so wie ich unser Glück kenne. So, die beiden Maschinen hier sind voll. Ich produziere jetzt mit Absicht keine Emeralds, damit er nicht weiter Energie zieht. Aber wir könnten hier jetzt halt nochmal 18 Stück rausziehen. Kann mal jemand nochmal bitte Cleanstone hochbringen? Moment, ich kann gerade nicht. Deine Enderpouch schon wieder? Enderpouch habe ich mir schon gemacht, ja. Ja, dann mal da rein. Warte. Ja, zu langsam. Nee, war ja beabsichtigt. Ich bin nicht so schnell. Wie viel hast du denn jetzt? Weiß nix. Ja, Warte. warte, ich komme hoch. Bei Vor zwei allem, Stacks warum ist er dass ja er. schon wieder fertig. Ja, warum er das macht, weiß ich auch nicht. Also es macht irgendwie keinen Sinn. Dass er was macht. Er macht ab und zu eine zweite Reihe. Wahrscheinlich, wenn er nicht schnell genug ist. Hier sollte es natürlich ausleuchten, ansonsten haben wir gleich wieder einen Monster hier oben. Ja. Fackeln habe ich leider keine dabei. Was ist eigentlich ein Capron Nickel Heating Soil? Die liegen irgendwie immer jedes Mal noch da drin rum, wenn ich vorbeigucke. Ah, wenn ich vorbeigucke in dem Raum, sehe ich immer eine Spinne. Capron-Nickel Heating Coils sind für Ragtick. Ach so. Pumpen haben wir wahrscheinlich. Doch, wir haben noch eine Pumpe im System, ist ja geil. Und wir haben sogar Redstone Engines aus. Das ist super. Wie viel kriege ich denn da wohl dran? 5 Stück. Hast du eine Red Power Engine baut? Pumpe baut? Ja, die habe ich dir auch gebaut, aber die meinte ich nicht. Achso, okay. Au. Ich hab schon Scheiß gedacht, Zombie. ja.
Geh weg. Geh da, wo der Pfeffer wächst. Der mag dich lieber als ich.